Buche ist der bevorzugte Brutbaum des Schwarzspechtes. Und zwar sucht er sich besonders die glatten, langschäftigen, astfreien, etwas freistehenden Bäume aus. Der Schwarzspecht ist der größte einheimische Specht und baut dementsprechend auch die größten Höhlen. Und deswegen bieten sie die Möglichkeit für verschiedene sogenannte Nachmieter, dort ebenfalls zu brüten. Da werden zum Beispiel die Hohltaube als wichtigster Nachmieter. Der Schwarzspecht ist leicht zu erkennen anhand seiner Größe. Er ist ungefähr krähengroß, er ist schwarz, unverwechselbar. Die Stimme ist auch eine typische Waldstimme, die man sehr oft hört. Da gibt es einmal den sogenannten Flugruf. Dann gibt es den Sitzruf. Und zur Balzzeit macht er noch durch das Trommeln und durch seinen Balzruf auf sich aufmerksam. Der Schwarzspecht hat mehrere Höhlen und die legt er konzentriert an in sogenannten Höhlenzentren. Das sind also mehrere Höhlenbäume direkt in räumlicher Nähe, die in so Buch- und Althölzern angelegt werden. Hier ist markiert mit einem Schild, das sind Höhlenbäume des Schwarzspechtes. Die wurden markiert, weil die Schwarzspecht-Höhlenbäume ganz besonders wichtig für die Waldökologie sind. Hier sieht man die Markierung von einem Waldrefugium. Ein Waldrefugium ist ein Waldbestand, also ein ganzer Bestand in der Größe von 1, 2 oder 3 Hektar, der komplett aus der forstlichen Nutzung herausgenommen wird. Und das wurde hier ganz gezielt gemacht, weil sich eben in diesem Buchenbestand ein Höhlenzentrum des Schwarzspechtes befindet. Der Schwarzspecht sucht seine Nahrung vor allen Dingen im Nadelwald und deswegen ist sein optimaler Lebensraum der Mischwald. Der Nadelwald zur Nahrungssuche, das Buchenaltholz zur Anlage der Bruthöhlen. Und deswegen ist der Schwarzspecht auch eine Art, die im bewirtschafteten Wald sehr gut zurechtkommt, weil sie dort auf engem Raum meistens alle Komponenten vorfindet, die sie zum Leben benötigt. Der Specht sucht seine Nahrung vor allen Dingen am Totholz. Und zwar hackt er so Trichter in das Holz rein, um an in das Holz verborgene Bockkäferlarven zu kommen. Da sieht man hier die Späne, die er rausgeschlagen hat. Er bearbeitet abgesägte Stöcke auf der Suche nach Insektenlarven, nach Bockkäferlarven und Ameisen vor allen Dingen.